und war eben da beim Telefonat, da war ich wirklich gerade so weit, dass ich nicht mehr ein- oder aus wusste. Was ich wusste, ist, dass ich kein Cortison mehr nehmen möchte, aber so, wie der Weg eben weitergehen soll, das wusste ich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht. Und dann kommt man früher oder später dann doch mal in Zweifel und überlegt sich, bin ich wirklich noch auf der richtigen Spur? Bin ich zu weit gegangen oder ist das ein Heilungsprozess oder schade ich mir jetzt? Was passiert da genau in mir? Bin aber trotzdem immer wieder auf Cortison zurück. Hab natürlich viel ausprobiert mit Ernährung und was weiß ich und Heilpraktiker und TCM, alles Mögliche durch die ganze Jahre. Das ganze Wissen mit den Ernährungsstufen, mit den Reinigungen und dass ich gar nicht dachte, dass so relativ einfache, simple Übungen doch so viel ausmachen können. Wenn du nicht mehr weiter willst, gerade bei solchen chronischen Geschichten, die sich über viele Jahre erstrecken, sucht euch jemand, der euch persönlich liegt und anspricht und lasst euch durch den Prozess durchleiten. Ich würde sagen, man erspart sich damit auch viel Leid, weil dieses ganze Wissen auch, das der Tobi hier uns anbietet, mit diesem Verständnis geht man einfach auch ganz anders durch diesen Prozess durch. Genau. Und Gemeinschaft macht stark. Ja, auf jeden Fall. Gleichgesinnte helfen immer weiter. Ja, genau. Vielen Dank und euch noch einen schönen Tag oder Abend. Macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss.